Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gothic 3. Wir stehen hier immer noch in Vanguard, wo wir beim letzten Mal die Rückkehr von General Lee gespielt haben. Die Part der Content-Mod, glaube ich, ist. Ursprünglich eine eigene Mod war. Und die ein bisschen bei mir anscheinend gebuggt hat. Ich bin mir mittlerweile echt ziemlich sicher, dass das alles irgendwie etwas anders hätte ablaufen sollen. Aber naja. Ich würde sagen, wir machen heute direkt mit Gemetzel weiter. Ich wollte ja Morazul befreien. Da sind nur schon alle sauer auf mich. Und ich wollte noch mal zu... Kajor heißt der, glaube ich. Das ist dein Ende. Nein, ich hau direkt hier wieder ab. Wer ist er denn? Ah, er ist weiß. Er gehört zu irgendeiner Quest. Ich weiß aber nicht mehr zu welcher. Ich habe keine Ahnung mehr, zu welcher Quest er gehört. Er spricht einen irgendwann an, wegen irgendwas. So, Kajor war... Ist das der bei Merdarions Sippe? Ich habe irgendwie im Kopf, dass wir mit Nomaden auch Morazul befreien können. Daher möchte ich die echt gerne nochmal finden. Hier wieder so viele Viecher. Mittlerweile 30 Lernpunkte, fast 40. Könnten wir auch noch mal irgendwo ein bisschen was Stärke pushen oder sowas. Nee, ich laufe ganz falsch. Da muss ich lang. Hier war die Oase des Murat. Oder ich irre mich einfach mit denen, dass man die auch mit Nomaden befreit. Lauf, kleiner Held. Aber hey Leute, wir neigen uns so langsam dem Ende zu. Viel haben wir nicht mehr zu tun. Ich habe zwar noch einige von diesen Mod-Quests, aber... Ich check bei den meisten so gar nicht, wie ich die abschließen kann, weil ich die ganzen Sachen nicht finde. Ich habe bei manchen auch nochmal offscreen geguckt, nach dem Alchemisten, nach dem Druiden habe ich nochmal gesucht. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Dieses Holz habe ich auch nicht gefunden. Ah ja, okay. Und ja, danach wird auf jeden Fall Götterdämmerung kommen. Ich bin gespannt, ich kann mich an Götterdämmerung nämlich... nicht mehr wirklich viel erinnern. Es ist Zeit, Morazul anzugreifen. Ja, so ist es. Machen wir den Sklaventreibern ein Ende. Folge mir zur Stadt. Wir werden uns vor den Toren von Morazul treffen. Alles da. Quest. Folge Kaya zum Sammelpunkt von Morazul. Ich hab Anger leider nicht geholt, aber der kämpft ja von alleine mit. Und das würde ich mir echt auch mit den Rebellen wünschen. Dass du die anquatscht, die mitkommen. Und dann go. Ja, aber du kannst es hier halt machen, weil du musst die Quest für die Nomaden erledigen und dann helfen die dir beim Befreien. Und das kannst du halt bei den Rebellen nicht so gut machen. Weil du da viel mehr Quests in den einzelnen Lagern hast. Die Nomaden haben ja kein Lager an sich, wo du Ruf generierst. Du generierst ja nur Ruf hier bei den Nomaden an sich hier. Wir haben 98 Ruf bei den Rebellen. Wo fehlen uns denn die zwei Ruf? Ich habe irgendeine Quest scheinbar nicht gemacht, die zwei Ruf gibt. Nordmar fehlen uns auch 7. Habe ich auch irgendwas anscheinend nicht gemacht. Gut, Orks haben wir nur so hoch, weil ich mir den Ruf ja gegeben habe, um mit Khan zu reden. Assassin ist echt geil, dass man mittlerweile so hoch kommt, ohne die Wassermagier zu töten. Das finde ich echt nice bei den Mods. Und den Ruf bei den Piraten verstehe ich immer noch nicht, warum es das gibt. Ich weiß auch nicht, wie ich den jetzt weiter erhöhe, weil ich habe keine Quests mehr bei den Piraten. Da erhebt sie sich schon, die Sklavenburg. Ich hoffe, die Mädels überleben, die wir da hingebracht haben. Hier Jasmin und Alima. Nicht, dass Gonzales die einfach umklatscht. Junge, du gehst jetzt nicht echt in die Felswand. Jungs, da kann ich euch nicht folgen. Geht nicht dahin, wo ich euch nicht folgen kann. Das soll eigentlich nicht so sein, glaube ich. Wir gehen mal außen rum, mal gucken, wie die einfach in die Felswand gehen. Jungs.
Jungs. Auch wieder genau den falschen Weg, oder? Gehen die einfach durch den Felsen? Was soll das denn? Lauf, kleiner Held. Ich bin mal gespannt, ob er hier, der hier sitzt, dann wegrennt, wenn wir die Stadt befreit haben, oder ob der einfach hier weiter chillt. Na du? Ich mache eine kurze Pause. Ja, okay, viel Spaß dabei. Du entkommst mir nicht! Ja, mal gucken. Ich werde dich töten. Bleib schwer, du Hund. Er greift da wen an? Zeig's ihm! Aber das sind Nomaden. Ich werde dich töten. Nomadenwüstenkämpfer. Ich guck mal, ob ich die irgendwie wiederfinde. Kaya? Ne, die kämpfen hier schon mit. Ne, die sind hier am Kämpfen, keine Ahnung. Aber die helfen alle nicht mit. Okay, Anga, wir machen das. Freiheit für Morasol, auch wenn die alle nicht mitkämpfen. Oh, oh, da ist der komische Ningal. Innostina, Licht in der Dunkelheit. Quest, okay. Gonzales. Hat Gonzales irgendwas? Da ist nichts mehr zu holen. Hohe Robe des Wassers erhalten? Warum hat der das? Warum hat Gonzales eine Wassermagierrobe? Ist er etwa ein heimlicher Wassermagier? Will dir nicht helfen. Au! Erst den da. Philippe. Ich sollte mal einen Trank trinken, bevor ich jetzt wieder verrecke. Hier sind doch noch welche mit Namen. Hier sind noch welche mit Namen. Gib mal weg. Da, Fesul. Und Ilja. Anga, schlitz sie auf. Oh, sorry. Da ist noch einer. Mach schon. Zack. So. Ich steh auf diese ganze Scheiße. Ja, ich auch, ich auch. Jetzt stirbst du. Ja, komm her. Ismael. Können wir Kirk noch platt machen? Die Sau. Jetzt wirst du sterben. Nö, Kirk ist, gehört nicht dazu. Warte, es gibt einen Kampf. In der Wüste, Krieger des Sandes. Hammer. Er ist Hammer. Hector, du hättest nicht sterben müssen. Zack. Lauft. Befreie Morasol. Da ist ja er wieder. Na, ich helfe dir mal jetzt endlich von dieser Wand wegzukommen. Die große Sklavenburg ist eingenommen. Na, Anga? Oh, die. Und jetzt freundlich hier? Die ganzen Arena-Kämpfer. Her damit, her damit, her damit, her damit, her damit, her damit. Oh, Ölk. Aber die haben nichts mehr zu sagen, glaube ich. Du bist frei, Junge. Die Assassinen sind geschlagen. Ich danke dir, Vater der Freiheit.
Eines Tages wird die Wüste uns gehören. Hier, ja, nimm dies, steht Befreier. Kurz davor, tatsächlich. Es soll dir auf deinen weiteren Wegen helfen. Jetzt irgendwie 3 Tränke. Na, 5, okay. Ist mehr, als mir König Rober für die Befreiung von ganz Myrtana gegeben hat. Der hat mir nämlich nichts gegeben. Aber wo sind jetzt Kajor und die anderen? Ich habe das Gefühl, die sind irgendwie noch in den Boden gebackt. Gut, Anger hat dazu überhaupt nichts zu sagen. Er macht einfach weiter sein Ding. Seid ihr vielleicht reingelaufen? Du tanzt einfach für niemanden. Ich habe noch die Quest Kajor. Ja, Folge Kajor. Keine Ahnung. Ich mach mal einen kleinen Cut und such den Dude mal. So, Leute, ich habe ihn gefunden. Hier läuft er. Er hat irgendwie anscheinend auf mich gewartet und er läuft jetzt halt zum Treffpunkt der... Ja, genau, die sind halt durch den Berg durchgelaufen irgendwie. Das war irgendwie falsch. Morasul ist gefallen. Unsere Brüder sind frei. Eine neue Zeit bricht für uns an. Und das verdanken wir dir, Krieger. Danke. Adanos möge dich beschützen. Ja. Lernen wir noch mal ein bisschen. Jetzt haben wir 500 Stärke. So. Gut, und die rennen jetzt in die Stadt und... Ja gut, der bleibt echt hier sitzen, weil... Der ist grün! Wir sehen uns später. Was ist seine Mission? Wer ist er noch mal? Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich das bei meinem ersten Run nicht hatte. Und irgendwie beim zweiten, dritten Run hatte ich irgendwas, wo er mich dann angequatscht hat wegen irgendeiner Quest. Aber ich weiß es nicht mehr. Wo laufen die hin? Ich glaube zur Arena, ne? Ah ne, in Gonzales Gebäude. Okay, Leute. Das heißt... Wir kriegen beide noch Ärger. Nee, dein Meister ist tot. Das heißt, wir haben noch Ishtar. Und dann haben wir die Wüste von der Herrschaft der Assassinen befreit. Und Zuben getötet. Und Leute, ich würde sagen, Zuben wird dran glauben. Ich werde dich töten. So, meine Freunde. Und die sind leider schon alle sauer, weil ich ja mit dem einen Dorfanführer geredet habe. Das heißt, ich kann Zuben, glaube ich, gar nicht mehr darauf ansprechen irgendwie. Sonst hätte der mir wie mit König Rober irgendwas dazu gesagt, vermutlich. Wobei, ich könnte ja versuchen... Wobei, nee, die greifen mich dann auch an. Ich würde sagen, ich kann ja versuchen, von oben rein und dann zu Zuben. Aber die werden mich einfach alle angreifen. Ugrasal! Versuchen wir mal ganz schnell zu Zuben zu kommen. Ja, das ist alles nicht so ganz richtig hier. Auch, dass die Sklaven nie mitkämpfen. Ach ja, sie! Ja, komm, hilf mir mal, Mädchen. Zuben! Ja, der ist auch sauer auf mich. So ein Scheiß! Au! Mach mal die Löwen für dich weg, ne? Elendes Drecksvieh. Oh, jetzt kannst du mir eigentlich gegen Zuben helfen. Oder auch nicht. Schlitz! Die mich umkreisen. So, Zuben, komm mal eben hier hoch. Du musst vor deinem Thron sterben. Das ist dein Ende. Ich werde dich töten. Ja, nee, lasst mal. Zuben! Zack! Töte Zuben! Das war das letzte... Ja, 2 Rebellenruf. Für den Tod des Anführers, der Assassinen und der Welten Belias. Jetzt klatschst du, hm? Ja, was hat Zuben denn? Ich will mal ganz kurz gucken. Die Großschwerter. Bleib stehen, du Hund! Gift! Elegant und doch schmutzig. Explosiv. Leidenschaft. Chemie. Hä? Ich check diese Quests nicht, die ich da manchmal abschließe für Adea. Ah.
Fuck. Die Herrschaft, der Assassin, ist vorbei. Fuck. Kommt nur her. Aber immerhin sterben die Sklaven auf die Weise nicht, auch wenn sie mir nicht mithelfen. Hallo? Na ihr? Emmet, du musst auch noch dran glauben. So, da laufen sie. Die Wüste ist free. Die Herrschaft der Assassinen vorbei. Warum haben wir nur 9 Nazi-Ruf bei den Nomaden? Ja. Das war's mit der Herrschaft der Assassinen. So, habe ich jetzt hier noch irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Ich glaube, bei Ishtar hätte mir auch keiner geholfen. Ach so, und er schmiedet dann auch weiter, natürlich. Ich reiß dir den Kopf. Hä? Sven! Sven, tu das nicht! Der Sven ist einfach ein Verräter. Wieso ist er denn hier geblieben? Na gut, meine Erzrohlinge. So, können wir jetzt irgendwie Saturas da vielleicht von berichten? Es gibt ja keinen Anführer der Nomaden, irgendwie einen großen Anführer. Bla. Akarash, wie komme ich denn nach Al-Shedim? Anho, Druidendorf, Bakaresh, Ishtar, Xardas. Ich hatte doch einen nach Al-Shedim. Ja. So, wetten, du bist jetzt immer noch nicht grün und hast dazu nichts zu sagen. Oh. Ich habe die Artefakte Adanos zerstört. Du hast was getan? Ja. Heißt das, die Artefakte sind für immer verloren? Ja, da guckst du was. Genau das. Dann werden weder Innos noch Belia den Krieg der Götter für sich entscheiden. Genau. Das hast du gut gemacht. Oh, okay. Ich wusste immer, dass auf dich Verlass ist. Was? Aber noch ist es nicht vorbei. Sag du was? Jetzt muss ich zeigen, ob du stark genug bist, deine Entscheidung zu einem Ende zu bringen. Wenn du es wünschst, werde ich dir meinen Segen geben. Segne mich. Mögest du auf deinem Weg immer eine Quelle finden, die dir Kraft gibt. Adanos Segen ist mit dir. Saturas, nach all der Zeit. Du hast es zugegeben. Du wusstest immer, dass auf mich Verlass ist. Saturas, endlich die Anerkennung, die ich verdient habe. Aber du bist immer noch nicht grün. Dieser Saturas. Dieser Saturas. Aber... dass die Assassinen besiegt sind, kann ich einfach niemandem erzählen, ne? Glaube ich. Niemandem. Was können wir denn noch machen? Guck jetzt nochmal nach. Wir haben hier nichts mehr. Wir haben noch diese Sachen hier. Das mit dem Gift, keine Ahnung bei wem. Goldmünz hat gebackt scheinbar. Da weiß ich auch nicht, wo der sein soll. Er versteckt sich in den Ruinen in der Nähe von Morasul. Den kann ich jetzt natürlich auch wieder hier in den ganzen Ruinenfeldern suchen. Kann ich nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht. Keine Ahnung, wo der Druide ist. Ich würde sagen... ich würde sagen, wir sind so... nein. Wir sind soweit durch tatsächlich. Wir sind soweit durch. Das heißt, wir gehen mal Xardas Bericht erstatten. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es doch jetzt vergleichsweise so schnell vorbei ist. Also klar, ich kann jetzt noch diese ganzen Quests machen.
Ihr habt mir dazu aber jetzt nicht wirklich was in die Kommentare geschrieben. Ich glaube auch außer Lightsoul spielt diese, also so wie ich das spiele, mit diesen neuen Quests keiner wirklich von euch. Leute, was ist da los? Zardas! Paladine! Mit Feuerschwertern! Zardas! Dementsprechend, wer sagt Flammenschwert. Geht doch. Also, ja, dementsprechend, so sinngemäß, wenn Lightsoul es nicht weiß, dann wird es mir vermutlich auch kein anderer in die Kommentare schreiben, gehe ich von aus. Wobei, das stimmt gar nicht. Es haben ein, zwei andere auch Kommentare zu der Mod, zu den Mods abgegeben. Aber da ihr mir bis jetzt auch nichts geschrieben habt, werdet ihr es, denke ich mal, nicht wissen. Auf jeden Fall immer danke für die ganze Hilfe, die ihr mir das Let's Play über geschrieben habt. Von daher, und ich habe irgendwie nicht so die Motivation, jetzt bei jeder Quest, allein wie oft ich um Montera rumgelaufen bin für den Druiden. Ich würde sagen, wir sprechen mal mit Xardas. Sagen ihm, Zuben ist tot. Seine Macht ist nicht mehr auf dieser Welt. Und darauf kommt es an. Auch Belias Einfluss wird schwächer. Doch noch ist es nicht vorbei. Der König ist tot. Dieser Narr. Er wäre niemals bereit gewesen, diese Welt freiwillig zu verlassen. Doch seine Macht ist verbannt und Innos dadurch geschwächt. Ding ist, weißt du, ins unbekannte Land gehen, man ist ja, also, gut, in Götterdämmerung ist man dann von der Welt runter, so sinngemäß. Aber das war ja nicht der Plan von Piranha Bytes. Götterdämmerung ist nicht von Piranha Bytes. Also man geht ja einfach nur in ein anderes Land. Man ist ja nicht weg. Ja. So. Ich habe alles getan, was notwendig ist. Dann sind wir jetzt bereit. Bereit, um diese Welt gemeinsam zu verlassen. Mit dem Stab und dem Zepter werden wir das Portal zum unbekannten Land öffnen. Und dann? Und dann gehen wir hindurch. Es ist, wie ich sagte, niemand kennt das Ziel des Weges, den wir beschreiten. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, Xardas. Ich werde hier sein. Wo auch sonst. Vor uns ist ein schwieriger Weg. Die Sklaven von Innos und Belia werden zusammen versuchen, uns aufzuhalten. Du benötigst eine gute Waffe, eine legendäre Waffe sogar, muss ich gestehen. Aha. Und wir haben sie. Und wir haben sie. Den Schild und das Schwert mit dem Robai, das Tier getötet hatte. Und zwei Klingen, mit denen Zuben in Orkarlen schon vor Jahrhunderten gekämpft hatte. Diese Waffen wurden seit Generationen nicht mehr benutzt. Ihre Pracht hat etwas an Glanz eingebüßt. Mit dem Stab des ewigen Wanderers und dem Zepter von Baran könnte ich in einem dieser Waffenpaare die alte Macht wiedererwecken. Das ist neu. Licht und das Dunkel werden sich jedoch nicht vereinen. Man braucht eine Art Bindemittel, man braucht einen Schatten. Einst unter Trümmern des zerstörten Magierklosters, neben Wasserfällen von Silden, wurde das Schattenzepter aufgewacht. Oh mein Gott! Dieses Artefakt ist wohl das mächtigste. Nur damit lässt sich die Macht von Innos und Belia vereinigen und in Einklang und Harmonie bringen. Das Licht und das Dunkel einzeln sind nutzlos, aber zusammen gewähren sie einem, der sie vereint haben wird, wirklich grenzenlose Kraft. Bring mir diesen Zepter. Nice, sehr nice, dieses Schattenzepter, was man in Geldern holen sollte, wo Nemrok sagt, ja, das ist nutzlos, behalt das. Was man dann einfach die ganze Zeit im Inventar hat und für nichts mehr gut ist, haben die jetzt zum mächtigsten Artefakt gemacht. Ja, hier, bitte schön. Ja, sehr nice. Nun sag mir, wie du wählen wirst, mein Schüler. Die Doppelschwerter. Die Doppelschwerter. Schließlich hat dieses Personal gute Dienste geleistet und es gibt doch einen. Na cool, dass die Waffen auch jetzt nützlich sind, weil die sind ja sonst, abgenutzt. Hier. Bist du bereit, dich auf den Weg zu machen? Woher weißt du, dass sich das Portal öffnen wird? Nun, ich sitze nicht den ganzen Tag nutzlos herum. Nee, tatsächlich nicht. Ein paar wenige Sachen konnte ich herausfinden. Dazu gehört, dass Stab und Zepter viel älter sind als alles, was wir kennen. Und? Und, dass sie von gleicher Machart sind wie das Portal. Ja, das Portal wirft viele Fragen auf. Wer hat es erbaut? Mhm. Warum gibt es keine Aufzeichnungen darüber? Wann wurde es errichtet? Warum ist dahinter die Map zu Ende? Ich hatte viel Zeit, um die Zusammenhänge des Universums zu studieren. Ich wüsste so gern, was Piranha Bytes sich selbst bei dem Ganzen gedacht hat. Bin ich noch weit davon entfernt,
sie zu verstehen. Alles, worum ich dich bitte, ist, gehe diesen Weg mit mir zusammen. Denn alleine vermag ich es nicht. Du bist der Entscheider. Gut, gucken wir uns mal eben kurz unsere neuen Schwerter an. Ich denke mal nicht, dass die besser sind. Wo sind die denn? Da. Wow. Wow, die sind überhaupt nicht gut. Die sind halt einfach nur, dass abgenutzt wurde, weggemacht. Naja, schade. Dann behalten wir unsere. Ich bin bereit für das unbekannte Land. Mich hält hier auch nichts mehr. Also dann. Ja. Zeit. Wir gehen uns nicht mehr von Milton und so verabschieden. Auf geht's. Mach's gut. Und jetzt werden wir sehr, sehr, sehr lange laufen, denn wir müssen mit Xardas jetzt tatsächlich zu Fuß zu diesem Portal laufen. Das heißt, wir laufen jetzt von hier bis irgendwo da hinten. Quer über die Map. Und Stab hast du, Xardas. Xardas. Kommst du da runter? Wir können jetzt hier nicht spielen und krummklettern. Ja, Leute, wir gehen dem Ende von Gothic 3 entgegen. Meine Güte, haben wir das lange gespielt. War aber richtig, richtig cool mit den Mods. Und vor allem war es richtig, richtig cool, das quasi mit euch so ein bisschen zusammenzuspielen. Ihr habt mir so viele coole Tipps in die Kommentare geschrieben. Auf Instagram wurde ich angeschrieben. Auf Discord. Und alle hatten so viele coole Tipps und ne, so Lob für das Let's Play, für Gothic 3 an sich. Ich finde das auch echt krass, wie viele Leute doch Gothic 3 mögen, obwohl das damals wirklich so einen schlechten Start hatte. Weil es so verbuggt war und alles und unfertig. Und es ist halt mega cool, so was die Community es gemacht hat mit ihren Patches und Mods und allem. Wirklich, wirklich cool. Ja, auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank dafür. So, da kommen Assassinen. Weißt du, die haben keine Flammenschwerter, das sind einfach nur irgendwelche Assassinen. Sag mal, von wo seid ihr eigentlich gekommen? Ups, das macht das alleine. Ich habe eure ganzen Städte platt gemacht, Junge. Geht doch. Doc Xardas, komm mit. Wir gehen. Bin nochmal gespannt, ob beim Ende irgendwas anders ist. Ob da noch irgendwas hinzugefügt wurde. Junge, übrigens, wir hätten uns auch einfach nach Silden teleportieren können. Ich habe da so Teleportsteine. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Bisons, pass auf, Xardas. Weich aus. Ja, Leute, wir können mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Xardas? Ganz allgemein, wir wollen ja... Also ich möchte ja auf jeden Fall alles so... Diese ganzen Gothic-Spiele spielen eben noch jetzt Götterdämmerung. Dann noch Arcania, auch wenn es nicht mehr zu Gothic offiziell dazugehört. Und natürlich auch die Risen-Reihe möchte ich gerne spielen. Aber was würdet ihr denn gerne noch bei mir für... ein Spiel sehen oder Spiele. Hatte ich ja schon mal gefragt. Es muss auch gar nichts im Vergleich jetzt zu Gothic sein. Also nicht unbedingt irgendwelche Story-Games oder auch so lange Spiele, Open-World-Spiele. Kann alles Mögliche sein. Ich spiele ja eigentlich alles so querbeet. Also wenn ihr irgendwas wisst, so da sehe ich die Lucy, dann gerne mal in die Kommentare. Und auch wenn ihr noch irgendwelche Gothic-Modifikationen vielleicht kennt, die es sich lohnt zu spielen. Es gibt ja zum Beispiel diese Akkoloss-Mod, die mega gut sein soll. Die möchte ich auf jeden Fall auch irgendwann spielen. Und ja, immer her mit euren Vorschlägen und Ideen. Ja, das können wir nicht mehr irgendwie so einen Sprinttrank reinhauen. Das fände ich eigentlich ganz cool. Sind wir denn? Oh Gott, wir sind erst hier. Wir müssen bis darüber. Xardas. Soll ich dich tragen, Opi? Mit? Keine Ahnung, wer? So, Xardas gegen Wolf. Armselige Kreatur.
sind noch mehr Assassinen. Woher wissen die eigentlich, dass wir hier langkommen? Na komm. Das? Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Ich wüsste wirklich so gerne, wie es mit Gothic weitergegangen wäre, hätte Piranha Bytes das weitermachen können. Aber das werden wir wohl niemals erfahren. Ja, und Piranha Bytes steht es ja gerade eh nicht so gut. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist immer noch dieses sich immer mehr verhärtende Gerücht, dass Piranha Bytes... Ach, das ist ja ein Freund. Dass Piranha Bytes vermutlich ja nicht mehr existiert. Ist leider noch nicht offiziell bekannt. Aber es sieht alles danach aus, als ob das Studio geschlossen wurde. Was natürlich sehr schade ist, wenn man Piranha Bytes Games eigentlich ja, liebt und mit Gothic quasi so ein bisschen aufgewachsen, in Anführungsstrichen, ist. Zumindest so seine Teenagerzeit habe ich, also ich zumindest, damit sehr, 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 sehr viel verbracht mit Gothic 1 und 2. Und es ist natürlich sehr schade zu sehen, dass, ja, sich die Piranha Bytes Ära jetzt dem Ende zugeneigt hat. Genau wie sich jetzt Gothic 3 langsam dem Ende neigt. Und Xardas könnte echt mal schneller laufen. Xardas, lauf schneller. Ich weiß nicht mehr, was ich den Leuten erzählen soll. Xardas, da lang. Okay. So, wir gehen aus Mord... Ich kann schon nicht mehr reden. Wir gehen aus Nordmar hinaus nach Mythana. Können doch mal wieder Paladine kommen, ne? Das waren die letzten Mal immer nur Assassinen. Jetzt gerade eigentlich dunkel? Oder sieht das nur so aus, weil wir hier zwischen den Bergen sind? Aber wir müssen ja gleich da sein. Verdächtig ruhig hier, Xardas. Meinst du, wir treffen nochmal vielleicht welche? Ist echt verdächtig ruhig hier, ne? Keine Paladine. Nix. Gehen wir jetzt durch das Rebellenlager? Ich glaube nicht, da. Okay. Okay, da ist irgendwas. War das? Was geht da ab? Das ist irgendwie. Banditen. Ja, viel Spaß, Leute, ne? Wir haben eine wichtigere Mission. Ihr macht das schon, ne? Die Menschen sollen jetzt ja ohne die göttliche Macht klarkommen. Das heißt auch ohne Xardas und mich. Viel Spaß dabei. Warum gehst du so komische Wege, Xardas? Überhaupt richtig? Irgendwie kommen wir das... Wieso gehen wir so krass nach Sillen? Wo ist denn das Portal? Ach, das ist hier, ne? Ich glaube, hier ist das Portal. Sind ja Ripper. Ja, ne, lass die Ripper mal Ripper sein. Nein! Lass uns Wildschweine jagen.
Wir sind nur auf der Durchreise. Um dich ist es nicht schade. Das wird echt langsam dunkel. In Wirklichkeit geben wir jetzt gar nicht irgendwie die göttliche Macht irgendwie von dieser Welt verbannen, sondern Zardas wollte einfach mal irgendwie eine kleine Weltreise machen und irgendwo Urlaub machen. Lecker! Die muss natürlich auch nochmal sein. Zum Glück keine backenden Lurker, die ich nicht treffe. Wozu loote ich die noch? Da ist ein Krokodil. Natürlich. Ah, da ist deine Robe, wird ganz nass. Was ist denn hier? Diese Wolfsmine, ne? Stimmt, die Söldner sind hier auch alle weggeflüchtet. Stimmt, stimmt, stimmt. Du musst... Um dich ist es nicht schade. Und weiter geht's. Okay, ich bin einfach scheiße. Oh, das sind ja Orks. Orks halten mich auch auf? Sag mal, seid ihr so die Letzten oder wer seid ihr? Doch hier alles von den Orks befreit, dachte ich. So. Geht doch. Zardas, wann sind wir da? Es wird schon dunkel. Ich hab Durst, ich hab Hunger. Wann sind wir da? Oh, da sind Paladin. Ich sehe was brennen. Ich mach dich fertig. Zack. Schlitz sie auf. Nicht verlernt. Komm mit. Hier sind die Steinsäulen. Hier geht der Weg los. Ist ein Zeichen, dass wir bald da sind. Oh. War das? Da holt er sein Stöckchen raus. So, wir speichern aber auch einmal ein letztes Mal normal. Kannst du nicht schnell laufen? Was? Wer ist er denn? Schwarzer Troll und? Wer ist er? Moment, was? Wieso ist denn jetzt hier ein schwarzer Troll? Und wer ist er? Ich habe ihn aus Versehen getötet, wer auch immer er war. Wieso ist hier ein schwarzer Troll? Neues Erfolg, ich hasse Trolle. Irgendein Bandit, warum auch immer. Okay. War das einfach nur so als Gag? Scheinbar, direkt hier vom Tor.
Wir sind da. Ja. Es ist Zeit, das Felsportal zu öffnen. Dann heißt es einfach jetzt nur irgendein Berg. Es ist einfach ein so Berg. Ist es. Wir verlassen die Welt. Aber das unbekannte Land erwartet uns. Ich wüsste so gern, was Piranha Bytes sich da gedacht hat. Und was da gekommen wäre im unbekannten Land. Das Felsportal. Ich denke mal, das sollte dann so ein Reboot sein quasi. Ne, man lässt die Welt hinter sich. Mit Xardos und dem Helden geht's dann weiter. Tor aktivieren. Öffne das Tor zum unbekannten Land. Lass uns diese Welt für immer verlassen. Du sagst es. War mir eine Freude, Xardos. Na dann, auf geht's. Wir öffneten das Portal zum unbekannten Land und verließen diese Welt für immer. Was auch immer uns erwartet, ist eine andere Geschichte. Die königlichen Truppen und die Paladine werden wieder zahlreich werden und an Macht, Stolz und Stärke wachsen. Lange Jahre trachtete Lee dem König nach dem Leben, wegen des Verrats, den Roba an ihm begangen hatte. König Roba ist tot. Jetzt endlich ist Lees Rache an ihm vollendet. Lee wird nun General der Armee. Seine starke Führung wird die zersprengten menschlichen Truppen wieder vereinen. Gorn bleibt in Gotha und wird die alte Burg wieder aufbauen. Es wird ein Zufluchtsort für all diejenigen sein, die der Krieg noch nicht ganz zerstört hat. Die Herrschaft der Orks ist zerschlagen. Die Überlebenden des Krieges kehren zurück in ihre Städte und Länder. Dem Königreich der Menschen blüht eine lange, friedliche Zeit. Ich habe Varant von der Herrschaft der Assassinen befreit. Saturas, der Wassermagier, führt die Nomaden auf eine lange Reise. Und sie folgen wieder dem Weg des ewigen Wanderers, wie es ihre Vorväter taten. Diego wird der reichste Mann der Welt sein. Er hatte immer ein Geschick für gute Geschäfte. Im Schutz der Mauern von Mor'Azul wird er sein großes Handelsimperium errichten. Lester hat endlich seine lang ersehnte Ruhe in Braga gefunden und verwandelt den heißen Wüstensand in ein ertragreiches Ackerland für sein Sumpfkraut. Angar ist des Kämpfens müde und findet ein ruhiges Leben in Abgeschiedenheit, in den Ruinen von Varant. In den Bergen von Nordmar geht bald alles wieder seinen gewohnten Gang. Die Barbaren haben das Land ihrer Ahnen endlich wieder zurückbekommen. Es wird still werden in den weißen Bergen von Nordmar. Milton bleibt im Kloster und studiert die Schriften des alten Volkes. Als grauer alter Mann wird er der Weiseste der Weisen sein und das alte Wissen an seine Schüler weitergeben. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis er einsieht, dass meine Entscheidung richtig war. Tja, und Laris? Nun, ich bin sicher, er wird immer dort sein, wo es was zu holen gibt. Naja, war das alles? Wir werden sehen. Nur eins ist sicher, alles wird gut. Ja, Leute, das war Gothic 3 mit all den Patches und Mods und oh Gott, war das cool. Ich hab's ja schon während meiner kleinen Reise mit Xardos gesagt. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr diese lange Videoreihe begleitet habt, immer so fleißig kommentiert habt, geliked habt und vor allen Dingen mir so unendlich viele Tipps gegeben habt. Ich hätte das alles nicht hingekriegt. Hättet ihr mir nicht so viel Hilfestellung gegeben, fand ich mega cool, das quasi so mit euch zusammen zu spielen. Und ja, wir werden dann mit Götterdämmerung als nächstes weitermachen. Ich weiß nicht, ob es direkt morgen im Anschluss kommt oder ob wir ein paar Tage Pause dazwischen machen. Ich muss mal gucken, je nachdem auch, wie ich Zeit habe. Und ansonsten schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Projekt dann nochmal insgesamt fandet. Und was ihr vielleicht noch bei mir auf dem Kanal sehen wollt. Oh, was passiert denn jetzt noch? Ah, okay. Geht weiter mit den Credits. Ist auch voll cool, dass mit den Credits jetzt hier im Hintergrund auch nochmal so Videos ablaufen. Richtig, richtig schön. Ja, Leute. Was bleibt mir da noch zu sagen? Als vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge und das Let's Play haben euch gefallen. Und wir sehen uns in einem anderen Projekt wieder, spätestens bei Gothic 3. Götterdämmerung. Bye, bye.